Das nächste Thema, meine Damen und Herren, befasst sich mit einem Bundeswehreinsatz, und zwar einem zur Bekämpfung des Islamischen Staates IS. Aus diesem Anlass wird insgesamt debattiert über die Lage im Irak und über das deutsche Engagement im Irak, auch über die politische Situation dort im Land und was man wohl machen kann zur Stabilisierung. Der erste Redner ist jetzt gleich der Bundesaußenminister Heiko Maas. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 38 Minuten vorgesehen. Ich höre und sehe keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen, und damit eröffne ich die Aussprache. Und das Wort hat Bundesminister Heiko Maas. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor zwei Wochen hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Rolle des Multilateralismus in der kommenden Zeit diskutiert. Man kann eher vielleicht sagen, sie hat darüber gestritten. Aber eine zentrale Frage ist gewesen: Welche Verantwortung trägt die Weltgemeinschaft für die Stabilisierung der Krisen unserer Zeit? Und wir wollen unserem Teil der Verantwortung dabei gerecht werden. Und das zeigen auch die aktuellen Zahlen. Allein in den letzten drei Jahren haben wir die deutschen Beiträge für Stabilisierung und Krisenprävention weltweit verdreifacht. Und am Kampf gegen den sogenannten IS im Irak lässt sich auch besonders gut ablesen, wie funktionierender Multilateralismus zur Beilegung internationaler Krisen beitragen kann und welche Rolle dabei Deutschland gespielt hat, spielt und in Zukunft spielen kann. Die irakischen Sicherheits- und Streitkräfte, denen ist es mittlerweile gelungen, die territoriale Herrschaft des IS zu beenden. Und das war nicht zuletzt möglich durch die Unterstützung einer sehr breiten internationalen Koalition im Kampf gegen den IS. Das militärische Engagement, und zwar auch das unserer Bundeswehr, hat dazu beigetragen, überhaupt erst die Voraussetzungen für einen Wiederaufbau und für Stabilisierung zu schaffen. Und nur durch das gemeinsame Handeln ist es auch gelungen, dass über 4 Millionen Binnenvertriebene nach den Schrecken der Terrorherrschaft in ihre Heimat zurückkehren konnten. Und ja, ich finde, wenn wir über Migration reden, ist das eine Größenordnung, die schon bemerkenswert ist. Und deshalb auch durchaus sinnvoll, noch einmal darüber reden, wie das auch zustande gebracht werden konnte. Und auch die Rolle Deutschlands. Denn Deutschland hat als Teil dieser multilateralen Allianz eben erheblich zur Stabilisierung des Landes beigetragen. Und dies ist zentral für den gesamten Mittleren Osten. Es sollte unser Anspruch sein, auch in Zukunft diese Entwicklung mitzugestalten. Und dafür ist nun einmal das Zusammenspiel von sowohl militärischen als auch zivilem Engagement weiter notwendig. Mit mehr als 1,4 Milliarden Euro seit 2014 sind wir mittlerweile der zweitgrößte Geber im Irak. Wir leisten einen Beitrag zur Wahrung der Einheit des Landes und helfen auch, das Gewaltmonopol im Land und des Staates weiter zu stärken. Dennoch, es ist kein Geheimnis, der Weg zu einer nachhaltigen Stabilisierung des Iraks, das ist sicherlich noch ein langer Weg. Es gibt durchaus Fortschritte, und zwar solche, die auch durchaus ermutigend sind und Hoffnung für die Zukunft machen. Die irakischen Parlamentswahlen in diesem Jahr sind überwiegend friedlich verlaufen, trotz allem, was dort prognostiziert worden ist. Das ist ein deutlicher Schritt nach vorne, und derzeit befindet sich der Irak in einer zwar langwierigen und schwierigen, aber letztlich doch einem demokratischen Regierungsbildungsprozess. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, bereits jetzt stehen wir, obwohl die Regierung noch nicht gebildet ist, aber mit all denjenigen, die dafür in Betracht kommen, aber auch den anderen Kräften des Parlaments im Kontakt, und die alle vor allen Dingen zu denen gehören, die die nächste Regierung tragen könnten. Und sie alle betonen in den Gesprächen mit uns den Wunsch, dass Deutschland sich auch weiter im Irak engagiert. Und an diesen neuen Realitäten im Irak haben, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, unsere Soldatinnen und Soldaten, die Entwicklungshelferinnen und Entwicklungshelfer, die Diplomatinnen und Diplomaten großen Anteil.
Sie haben unter wirklich schwierigsten Bedingungen in den letzten Jahren dazu einen wichtigen Beitrag geleistet. Und ich finde, dafür gebührt Ihnen der Dank der Bundesregierung, aber vor allen Dingen auch des deutschen Parlaments. Letztlich, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen, dient das auch unserem ureigensten Interesse. Ein sicherer Irak, der Terroristen keine Nährboden bietet, der den Menschen vor Ort Perspektiven bietet und der zur Stabilität der Region beiträgt, ist am Ende das wirksamste Mittel, um Ursachen von Flucht und illegaler Migration zu mindern. Und der Irak stellt nach Syrien heute nach wie vor die zweitgrößte Gruppe der Asylbewerberinnen und Asylbewerber in Deutschland. Und eine Fortsetzung unseres Engagements im Rahmen der internationalen Anti-IS-Koalition, der ist und der bleibt gerade auch vor diesem Hintergrund mehr als sinnvoll. Meine Damen und Herren Abgeordnete, wir haben letztlich einen guten Kompromiss, wie ich finde, für die Ausgestaltung der Mandatsverlängerung gefunden. Und zwar auch einer, der gerade den aktuellen Entwicklungen im Irak Rechnung trägt. Die Unterstützung der irakischen Regierung bleibt für uns dabei unerlässlich, und das werden wir auch in weiteren Gesprächen deutlich machen. Und daher haben wir uns auch entschieden, unser Ausbildungsengagement in 6 Monaten einer Überprüfung zu unterziehen und die anhaltende Zustimmung der zukünftigen irakischen Regierung dabei sicherzustellen. Das ist, wie ich finde, ein mehr als berechtigtes Anliegen. Und meine Damen und Herren, ein ganz herausragender Schwerpunkt bei unserem Engagement im Irak liegt vor allen Dingen weiter im zivilen Engagement. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, um nachhaltig die Ursachen für Radikalisierung und Extremismus dort vor Ort zu bekämpfen. Und daher beteiligen wir uns auch weiter an Stabilisierungsmaßnahmen, zum Beispiel bei der Minen- und Kampfmittelräumung oder auch durch die Unterstützung der lokalen Landwirtschaft. Und deshalb, meine Damen und Herren, unser Engagement vor Ort findet dort nicht nur große Zustimmung, sondern es hat hohe Bedeutung. Und deshalb ist es richtig, vor allen Dingen die Menschen dort vor Ort nicht auf halber Strecke alleine zu lassen. Mit dem Antrag der Bundesregierung zur Mandatsverlängerung wollen wir weiter Verantwortung in einer multilateralen Allianz zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus übernehmen. Und dafür bitte ich Sie um Ihre Zustimmung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Minister Heiko Maas. Soweit der Bundesaußenminister Heiko Maas war das in dieser Debatte zur Bekämpfung des IS-Terrors und zur Situation im Irak. Weiter geht es mit Rüdiger Lukassen für die AfD. Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, Frau von der Leyen und wir Obleute des Verteidigungsausschusses waren vor 4 Wochen gemeinsam im Irak. Dort analysierte die Ministerin, und ich zitiere, der IS ist militärisch geschlagen, aber ideologisch nicht. Das war eine richtige Beobachtung. Heute, einen Monat später, wirbt die Verteidigungsministerin hier im Parlament für die Ausdehnung des Bundeswehreinsatzes in diesem Land. Damit offenbart sie erneut, dass sie das System Bundeswehr, ja das Konzept jeder Armee, nicht verstanden hat. Und ihre Gefolgschaft aus CDU und SPD schließt sich dieser Unkenntnis leider an. Denn sie stellt erst fest, der Islamische Staat ist militärisch besiegt und will jetzt aber das Militär schicken, um den Kampf fortzuführen. Das ist paradox. Und es steht exemplarisch für die totale Schieflage in der deutschen Politik über Sinn und Zweck von Streitkräften. Was können Streitkräfte? Mit Streitkräften wird Politik gewaltsam durchgesetzt. Das will man heute nicht mehr so sagen. Aber dennoch ist es wahr. Streitkräfte wenden tödliche Gewalt an, um politischen Willen durchzusetzen.
Streitkräfte können Räume freikämpfen und diese dann zeitlich begrenzt halten. Sie schaffen also mit Gewalt ein Zeitfenster in einem gewissen Gebiet. Und in diesem Gebiet können dann andere, nicht militärische Mittel eingesetzt werden. Die Bundesregierung macht es aber seit Jahrzehnten genau verkehrt herum. Immer wenn es darum geht, die Bundeswehr in ihrem Kernauftrag einzusetzen, dem Kampf, lässt sie den anderen den Vortritt und beschränkt sich auf politische, moralische und finanzielle Unterstützung. Ist die Schlacht dann aber geschlagen, schickt sie die Bundeswehr in die sogenannte Konfliktnachsorge. Und das endet dann immer im Misserfolg. Das war in Afghanistan so, ist in Mali so und soll jetzt auch im Irak so geschehen. Sie wollen dort eine Ideologie bekämpfen und schicken dafür das Militär? Das ist nicht nur dumm, weil sie offenbar nichts aus dem eigenen Scheitern in Afghanistan, dem drohenden Scheitern in Mali und dem Scheitern der Amerikaner in Irak gelernt haben. Es ist sogar sehr gefährlich, denn der Einsatz von Militär gegen eine Ideologie endet immer in einer Abwärtsspirale von Verlusten, Truppenaufstockungen und Durchhalteparolen. Wie wollen Sie mit einer deutschen Institution, der Bundeswehr, eine Ideologie bekämpfen, die sich in einer islamischen Gesellschaft festgesetzt hat? Das schaffen Sie ja nicht einmal in der Salafistenszene hier in Deutschland. Am Ende, und das prophezei ich Ihnen, steht ein Rückzug in Scheitern und Frust. Und Sie sind dann nur da noch damit beschäftigt, das Scheitern zu verschleiern. Nur, um nicht missverstanden zu werden, das ist kein Aufruf, die Bundeswehr in die Welt zum Kämpfen zu schicken. Ganz im Gegenteil. Ihr Hauptauftrag ist die Landes- und Bündnisverteidigung. Und diese findet eben nicht in Afrika und in Asien statt. Es ist ein Appell, die Bundeswehr nicht permanent für Aufgaben zu missbrauchen, die nicht in ihren Kernauftrag fallen. Denn mit diesem Missbrauch unserer Soldaten haben sie in den letzten Jahrzehnten die Verteidigungsbereitschaft der Bundeswehr faktisch zerstört. Lassen Sie das endlich sein, holen wir unsere Soldaten nach Hause. Danke schön, Kollege Lukassen. Nächster Redner Jürgen Hart für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Beitrag meines Vorredners war ziemlich absurd. Die Bundeswehr macht in zahllosen Kasernen, Schulen, Ausbildungseinrichtungen von morgens abends bis abends weitgehend Ausbildung, um sich eben zu befähigen, vielleicht nicht kämpfen zu müssen, sondern wehrhaft zu sein und damit ein Abschreckungspotenzial darzustellen. Und wenn wir die Bundeswehr jetzt in den Irak schicken, um dort Ausbildungshilfe zu leisten, dann tun wir es eben genau deshalb, um nicht kämpfen zu müssen, sondern sicherzustellen, dass andere so gerüstet und so vorbereitet sind, dass sie nicht kämpfen müssen. Und wenn Herr Lukassen hier sagt, der Hauptaufgabe eines Soldaten sei das Kämpfen, dann beleidigt er damit die vielen Schulkommandeure und Schiffskommandanten, die von morgens bis abends erfolgreiche Ausbildung machen. Das bisherige Engagement Deutschlands und der Völkergemeinschaft gegen den IS war erfolgreich. Wir reden ja immer über die Bilanz, die wir mit unseren Auslandseinsätzen erzielen. Und das, was wir im Irak an Ausbildungsunterstützung für die Peschmerga und für die irakische Regierung gemacht haben, ist eben erfolgreich gewesen. Und damit wir diesen Erfolg wahren und für die Zukunft sichern, ist es gut, dass wir das fortsetzen. Und deswegen wird die CDU-CSU-Bundestagsfraktion diesem Mandat nach Beratung im Ausschuss in der nächsten Woche voraussichtlich zustimmen, weil wir der Auffassung sind, dass diese
Arbeit noch nicht beendet ist, sondern dass sie in einer auch entsprechend leicht veränderten Form fortgesetzt werden muss. Für mich hat das Mandat allerdings einige Schönheitsfehler, Abzüge in der B-Note, möchte ich mal sagen. Ich finde es voreilig, dass wir uns in diesem Mandat bereits heute darauf festlegen, dass wir in 12 Monaten die Luftbildaufklärung durch die Tornados und die Luftbetankung durch unseren Airbus entsprechend einstellen. Ich glaube zwar auch, dass wir in 12 Monaten zu diesem Ergebnis kommen, aber ich halte es für nicht notwendig, dass wir jetzt in diesem Mandat das bereits zu sagen. Wir haben ja mit voreiligen Terminierungen so unsere Erfahrungen gemacht, weil sie natürlich eine mögliche Gegenseite vielleicht erst recht ermutigen könnte, dann doch besondere Anstrengungen zu unternehmen, uns diesen Ausstiegstermin zu vermiesen. Ich glaube zwar, dass es so kommen wird, aber ich hätte mir gewünscht, dass das im Mandat nicht drin steht. Und dann gibt es einen zweiten Schönheitsfehler dieses Mandats, den möchte ich hier schon offen ansprechen. Herr Bundesaußenminister, Sie sind selbst ein Verfechter des Multilateralismus. Wir haben Ihren Handelsblattaufsatz gelesen, wir haben Ihre Rede vor der Botschafterkonferenz gehört. Unsere multilaterale Verteidigungs- und Sicherheitsarchitektur ist die NATO. Und deswegen war es klug, dass die deutsche Bundesregierung in der NATO mit dafür gesorgt hat, dass wir ein NATO-Ausbildungsmandat, einen NATO-Ausbildungseinsatz für den Irak bekommen. Das ist ein Auftrag der NATO, ein Mandat der NATO, das deutsche Handschrift trägt, das im Übrigen stark politisch kontrolliert ist und das auch ganz klar definiert, was gemacht werden darf und was nicht, eben keine Begleitung bei Kampfeinsätzen, sondern ganz konkret dieses Train the Trainer. Wir beraten und unterstützen die irakischen Streitkräfte im Einvernehmen mit der Zentralregierung. Da machen sogar Staaten mit, wie Finnland, Schweden und Australien, die bekanntermaßen nicht zur NATO gehören. Und wir sagen, wir Deutsche haben zwar dieses Mandat mit auf den Weg gebracht, aber jetzt, wo es darum geht, vielleicht zu sagen, wir schicken da 2 oder 3 oder 4 Dutzend deutsche Ausbilder mit rein, sagen, nein, wir machen was Bilaterales mit dem Irak. Das ist zwar auch eine Möglichkeit, das zu lösen, aber die bessere Lösung wäre eindeutig gewesen, wenn wir im NATO-Rat klar sagen könnten, Deutschland meldet eine bestimmte Anzahl von Soldaten in diesen Einsatz hinein. Ich werde auch nicht aufgeben, dafür zu werben, dass es so kommt. Ich weiß, dass das zum jetzigen Zeitpunkt so vielleicht nicht möglich war. Ich glaube, dass der Einsatz dennoch erfolgreich abgeschlossen werden kann, dass er erfolgreich abgeleistet werden kann. Es wäre effizienter und auch im Sinne unserer NATO-Verlässlichkeit eine Low-Hanging-Fruit, also ein schönes, leicht zu erbringenden Beweis unserer NATO-Verlässlichkeit, wenn wir in dem Einsatz mitgemacht haben. Ich wünsche mir für die Soldaten, die in diesem zukünftigen Einsatz eingesetzt werden, rund 800, zum Beispiel in Azraq in Jordanien, aber auch in Konya in den AWACS-Flugzeugen und dann eben auch in Bagdad, dass sie jedes Glück und jede Unterstützung haben, dass sie auch heil aus diesem Einsatz wieder nach Hause kommen. Ich möchte allen Soldaten ausdrücklich danken, die diesen Einsatz in hervorragender Weise leisten. Ich bin selbst im Frühsommer mit der Bundeskanzlerin in Jordanien gewesen. Wir haben auch die Motivation der Soldaten gespürt, die wissen, dass sie dort eine wichtige Aufgabe wahrnehmen. In diesem Sinne wird dieses Mandat sicherlich ein wichtiger Beitrag für die Zukunft des Irak und der ganzen Region sein. Dankeschön. Wie sagt Jürgen Hart, für die CDU-CSU-Fraktion ist er der außenpolitische Sprecher. Alexander Graf Lambsdorff hören wir jetzt für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, als wir im März hier zusammengekommen sind, um über dieses Mandat zu sprechen, es zu verlängern bis Ende Oktober, hatte meine Fraktion einen Kritikpunkt und 4 Unklarheiten identifiziert. Der Kritikpunkt war die Zusammenlegung der Mandate Anti-IS, also der Kampf gegen den Terrorismus, mit dem Mandat Stabilisierung des Irak im Zentralirak. Und die Unklarheiten, die wir in Bezug auf diesen zweiten Teil identifiziert haben, waren die innenpolitische Situation im Vorfeld der Wahl, es war die Frage, wie geht es weiter mit den Kurden, es war die Frage der Popular Mobilization Front, der schiitischen Milizen im Irak, und es war die Frage der im entstehenden begriffenen NATO-Mission. Wir haben uns deswegen damals enthalten, weil das Ja meiner Fraktion zum Anti-IS-Einsatz unzweifelhaft bis auf den heutigen Tag da ist. Wir unterstützen den Kampf gegen diese Geißel der Menschheit nach wie vor ohne jeden Abstrich. Trotzdem wird das Mandat erneut kombiniert vorgelegt. Es ist erneut ein Mandat, wo 2 völlig unterschiedliche Aufgabenbereiche zusammengeschmissen werden. Und der zweite Teil
enthält nach wie vor eine ganze Reihe von Unklarheiten. Zum einen das Verhältnis der Bundesregierung zur irakischen Zentralregierung ist deswegen unklar, weil es noch keine irakische Regierung gibt. Die Regierungsbildung ist noch nicht abgeschlossen. Wie es in der Innenpolitik weitergeht mit dem Verhältnis Nordirak-Kurdistan zur Zentralregierung auch nicht, obwohl wir da sagen, dass der Mandatstext im Prinzip in Ordnung ist. Ein Punkt, der nach wie vor überhaupt nicht geklärt ist, ist die Frage, was passiert eigentlich mit der Popular Mobilization Front? Was ist mit den Schiiten? Immerhin haben die Schiiten die Wahl gewonnen. Das Mandat sagt, wir bilden nur die regulären Streitkräfte aus, aber diese PMF sind ja in die regulären Streitkräfte integriert worden. Also hier ein offenes Fragezeichen. Und dann der vierte Punkt, meine Damen und Herren, das ist im Moment eindeutig der wichtigste. Im Juli diesen Jahres hat die NATO eine Mission aufs Gleis gesetzt, in der es darum geht, Ausbildung zu leisten, Capacity Building zu betreiben, die Stabilisierung voranzutreiben, der Regierung unter die Arme zu greifen. Exakt das gleiche Mandat, das die Bundeswehr jetzt dort hat. Das ist eine wichtige Mission für die NATO. Und Herr Maas, wir haben gehört, Sie haben das in Ihrer Rede hier gesagt, Sie wollen den Multilateralismus stärken. Wir haben Ihre anderen Reden gehört. Sie wollen unsere Bündnisse stärken. Sie wollen die internationalen Organisationen stärken. Sagen wir ja zu als Freie Demokraten. Und das macht uns deswegen so fassungslos, dass die Bundesrepublik Deutschland hier nicht im Rahmen der NATO agiert. Kollege Hart aus Ihrer eigenen Koalition hat es ja gerade gesagt. Das ist nicht nur ein Schönheitsfehler, lieber Kollege Hart. Das ist ein echtes Problem dieses Mandats. Und wenn man sich mal klar macht, dass die CDU-Bundestagsfraktion es im Rahmen der NATO machen will, dass das Bundesverteidigungsministerium es im Rahmen der NATO machen will, ja, dass ihre eigenen Experten aus dem Auswärtigen Amt es im Rahmen der NATO machen wollen, dann frage ich mich wirklich, warum machen wir es denn dann nicht in der NATO und schaue in die SPD-Bundestagsfraktion? Und wenn ich in die SPD-Bundestagsfraktion schaue, dann sehe ich da keine Hasardeure sitzen. Da wende ich mich direkt an die Kollegen Nils Ahn, Rolf Mützenich, Siemtje Möller, Kollege Felgentreu. Was ist los? Warum widersprechen Sie der Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der NATO? Was ist das Problem? Sie sind doch keine Hasardeure. Es reicht doch nicht, die Zerstörung der multilateralen Ordnung zu beklagen. Wir müssen für diese Ordnung kämpfen, gerade auch angesichts der Lage der transatlantischen Dinge. Und meine Damen und Herren, der Satz mag Ihnen bekannt vorkommen. Er stammt aus dem Artikel des Bundesaußenministers. Sie lassen Ihren eigenen Bundesaußenminister im Regen stehen als SPD-Bundestagsfraktion, wenn Sie der Beteiligung der Bundesrepublik im Rahmen der NATO in diesem Mandat nicht zustimmen. Und meine Damen und Herren, es zählt jetzt. Jetzt ist die internationale Ordnung in Schwierigkeiten. Jetzt müssen wir unsere Bündnisse stärken. Jetzt geht es darum, den Multilateralismus unter die Arme zu greifen. Stimmen Sie dafür, dass unsere Soldatinnen und Soldaten ihren Auftrag im Irak im Rahmen der NATO erledigen können. Lassen Sie Deutschland nicht da alleine handeln, wie wir es sonst den Amerikanern vorwerfen. Ich bin wirklich enttäuscht von Ihrem Verhalten. Ich bin das nicht von Ihnen gewohnt. Bitte kommen Sie zu Sinnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Alexander Graf Lambsdorff, für die FDP war das vor allem in Richtung der Sozialdemokraten. Die haben in der weiteren Debatte noch die Chance, darauf zu antworten. Hören wir jetzt aber erstmal für die Linke, Sivim Dadelen. Verehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Bundesregierung möchte die Bundeswehr weiter an der nachhaltigen Bekämpfung des IS-Terrors und an der Stabilisierung des Irak beteiligen. Dabei kann Ihr Antrag jedoch, Herr Maas, zumindest was den Einsatz in Syrien angeht, nicht einmal die notwendige völkerrechtliche Grundlage vorweisen. Ein Mandat des UN-Sicherheitsrats, Gewalt anzuwenden, liegt nicht vor, genauso wenig die Einwilligung der syrischen Regierung. Und die Bundesregierung ist sich dieser Tatsache ja wohl bewusst und bemüht deshalb auch eine Hilfskonstruktion, indem sie behauptet, Syrien könne seine Souveränität nicht vollständig ausüben. Damit frei nach dem Motto, die Not kennt kein Gebot, in diese Souveränitätslücke man auch reinstoßen kann. Ich finde das wirklich nicht nur abenteuerlich, ich finde, das ist auch eine wirklich ganz gefährliche Entwicklung. Sie reiht sich nämlich leider in die zahlreichen Fälle der Missachtung des Völkerrechts ein durch die Bundesregierung.
Und sie tragen damit auch zur Erosion des Völkerrechts bei, weil sie sich damit unglaubwürdig machen, wenn sie auf die Einhaltung des Völkerrechts bei Dritten drängen, aber selbst nicht dazu bereit sind. Und sie weisen in ihrem Antrag zu Recht darauf hin, dass die bewaffneten Angriffe durch den IS andauern. Und dies erfordere es, dass die Bekämpfung des IS mit militärischen Mitteln fortgesetzt werden müsste. Aber schauen wir uns doch mal wirklich mal an, wo das eigentlich der Fall ist in Syrien. In der südsyrischen Wüste werden Reste des Islamischen Staats von der syrischen Armee bekämpft, und im Euphrattal an der Grenze zum Irak werden sie bekämpft von den kurdischen Volksverteidigungseinheiten und Frauenbataillonen der YPG. Mit beidem aber hat diese Bundeswehr nichts zu tun. Oder wenn ich mich irre, dann klären Sie uns doch bitte schön auf. Wo genau in Syrien bekämpft die Bundeswehr den Islamischen Staat? Und wie kommen Sie dazu? Wie kommen Sie dazu, wenn Sie schon nicht in Ihrem Mandatstext klare Ziele benennen, klare Zwischenschritte benennen, klare Benchmarks, Kriterien benennen, an denen Sie diesen Einsatz überhaupt auch messen wollen und evaluieren wollen? Wie kommen Sie dazu, in Ihrem Mandat zu sagen, dass Sie spätestens 31. Oktober 2019 dieses Mandat beenden wollen? Das würde ich mal gerne wissen. Was ist das Ziel und warum glauben Sie, dass Sie am 31. Oktober spätestens dieses Ziel erreicht haben? Die Wahrheit ist, das können Sie nicht sagen. Sie können das nicht sagen, weil die Bundeswehr Tornados und auch die AWACS mit der Bundeswehrbeteiligung in der Türkei offenbar eben doch ganz andere Aufgaben haben. Und es war deshalb auch immer ein schlechter Witz, den Luftraum mit der Maßgabe des IS überwachen zu wollen. Denn ich frage Sie, welche IS-Luftwaffe haben Sie denn in den letzten Jahren hier bekämpft mit den Bundeswehr-Tornados? Es geht Ihnen offenbar um etwas anderes. Experten sagen in vielerlei Expertisen, dass es hier eigentlich um die militärische Absicherung geopolitischer Interessen Dritter geht. Und deshalb vermute ich auch diese Drohungen der Verteidigungsministerin von der Leyen, dass man gegebenenfalls in Syrien an der Seite von US-Präsident Trump intervenieren wird. Aber ich sage Ihnen, das hat nichts, rein gar nichts mit dem Mandat zu tun, was Sie hier vorgelegt haben. Es sind abenteuerliche Kriegsfantasien, an denen sich Deutschland meiner Meinung nach nicht beteiligen sollte. Und noch dazu wollen Sie jetzt auch noch in den Irak die Bundeswehr weiterhin schicken. Und ich frage mich wirklich, glauben Sie, dass die Bundeswehr im Irak aufgehoben ist? Ist es nicht auch so, dass sie lediglich in sich verschärfenden innerirakischen Machtkampf vielleicht eben als Instrument eingesetzt werden kann? Kurzum, Ihr Antrag ist nicht ehrlich, er ist völkerrechtlich problematisch und er ist sicherheitspolitisch abenteuerlich. Und deshalb lehnt die Linke dieses Mandat ab. Vielen Dank, Sevim Dadelen. Nächster Redner, Omid Nuripur für Bündnis 90 Die Grünen. Und Omid Nuripur ist der außenpolitische Sprecher seiner Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Bundesregierung legt ein Mandat vor, was alter Wein ist in neuen Schläuchen. Und wir werden dem nicht zustimmen. Es gibt dafür sehr klare Gründe. Die grundgesetzliche Grundlage fehlt. Es ist gerade vom Kollegen Hart ja minutiös beschrieben worden, das ist eine Koalition der Willigen und kein System kollektiver Sicherheit. Und deshalb gehe ich davon aus, dass das CDU-CSU dem auch sich nicht wird anschließen können. Denn nochmal, es gibt sehr klare Vorgaben aus Karlsruhe, dass Auslandseinsätze der Bundeswehr ein System kollektiver Sicherheit brauchen, gibt es hier nicht. Allein deswegen können wir schon nicht zustimmen. Und eine völkerrechtliche Grundlage gibt es für den Syrien-Teil zumindest unzweifelhaft auch nicht. Und wenn dann gesagt wird, aber wir wollen doch in einem halben Jahr evaluieren und im Übrigen Ende 2019 ziehen wir die Tornados ab, wir stimmen über den Einsatz jetzt ab und nicht ab Ende 2019. Und hier fehlt derzeit in dem, was vorliegt, die völkerrechtliche Grundlage. Im Irak ist ISIS massiv zurückgedrängt worden. Das hatte sehr viel zu tun mit Anwendung militärischer Mittel. Das ist zweifelsohne so. Und deshalb muss man all denen, die dort geholfen haben, auch dafür danken. Gilt im Übrigen in erster Linie auch den kurdischen Kämpferinnen und Kämpfern, die da unter widrigsten Umständen einiges geleistet haben, die im Übrigen nicht gerade in den ersten Wochen und Monaten nicht Peschmerga waren, die dort gekämpft haben.
Aber auch die Peschmerga haben vieles geleistet, das muss man einfach sagen. Aber es ist offenkundig, dass der militärische Anteil abnehmen muss und es ist offenkundig, dass der politische ansteigen muss. Gerade wenn man bedenkt, dass eine starke zentrale Regierung im Irak auch natürlich militärische Mittel und andere militärische Fähigkeiten bräuchte, wäre es ja nicht an sich per se falsch, darüber zu reden, dass man dort auch hilft, beispielsweise bei der Ausbildung, aber nicht so, wie es hier steht. Und vor allem, wie gesagt, nicht so, wie die politische Flankierung erfolgt, die extrem schwach ist. Und dafür gibt es zwei zentrale Gründe. Der eine ist, dass es selbstverständlich merkwürdig anmutet und eine schwache Botschaft ist, weil es Parallelmissionen gibt, die immer nebeneinander herlaufen. Und das zweite ist, wenn wir denn dort tatsächlich politisch helfen wollen, dann braucht es ja auch einfach einen Unterbau. Es braucht eine institutionelle Möglichkeit, das zu leisten. Und bei der, mit Verlaub, Mini-Botschaft, die wir vor Ort haben, ist das eigentlich kaum möglich. Die Ansprüche, die mir wieder formuliert werden, wie wichtig Deutschland da sein will, wie viel man dort einsetzen will, dass man das tatsächlich auch umsetzt. Ich bin sehr dankbar für das, was unsere Diplomaten vor Ort unter widrigsten Umständen leisten. Aber das, was die an Möglichkeiten haben, das, was sie an Ressourcen dafür haben, ist einfach zu wenig. Und wenn aus den Haushaltsberatungen tatsächlich rauskommt, dass weiterhin nicht mehr Leute hinkommen werden, dass weiterhin mehr Leute in der Zentrale im Auswärtigen Amt sitzen werden und nicht draußen, dann wird es auch deswegen nicht besser. Und das Letzte, was ich noch erwähnen will, wo unser Vertrauen noch tatsächlich nicht da ist in der Arbeit dieser Bundesregierung, ist, Sie haben einen Abschlussbericht vorgelegt für die Arbeit, die es gegeben hat im Norden des Iraks bei der Ausbildung der Peschmerga. Und dort steht, dass die Ausrüstung so unglaublich zielgerichtet hingebracht worden sei. Und da wusste ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll, wenn man bedenkt, dass die kurdischen Friktionen gerade bei Abnahme des militärischen Drucks von ISIS massiv zunehmen. Wenn man sich anschaut, wie KDP und PUK sich angefangen haben, das erste Mal zu versuchen, sogar bei der Präsidentschaftswahl zu blockieren, was ja immer ein Konsensthema war bei den Kurden, weil es auch ein Stückchen darum ging, sich gegen die arabischen Parteien in Bagdad zu behaupten, dann sieht man, wie unglaublich groß die Friktionen sind und wie super, super fragil die Lage gerade im Norden ist, wenn man sieht, wie viele Vorwürfe es gibt, ob der Korruption, ob Wahlfälschung und vieles andere mehr, dann sieht man, die Lage ist hochdramatisch. In der Situation, die vielen, vielen tausenden deutschen Sturmgewehre, da bin ich sehr gespannt, ob tatsächlich diese zielgerichtete Hilfe, die Deutschland geleistet hat, tatsächlich auch weiterhin aufrechthaltbar ist. Ich kann mir nur wünschen und hoffen, dass diese Waffen nicht eingesetzt werden in einem innerkurdischen Konflikt. Da werden wir sehr genau hinschauen. Wir sind sehr dafür, die irakische Zentralregierung zu unterstützen. Wir sind sehr dafür, den Kurdinnen und Kurden beizustehen. Wir sind sehr dafür, dass der neue Präsident und hoffentlich der neue Premierminister und ich bin sehr dafür, dass sie zum Ende kommen. Aber mit diesem Mandat ist das kein Beitrag dazu. Dankeschön, Herr Rotepur. Von den Grünen hier Kritik an der Ausgestaltung des Mandates, wie übrigens auch von den anderen Oppositionsfraktionen hier Kritik an der Ausgestaltung des Mandates, auch an dieser Zusammenlegung zweier unterschiedlicher Ansätze, wie die FDP beispielsweise sagt. Jetzt hören wir noch zwei Redner der Unionsfraktion zum Abschluss dieses Tagesordnungspunktes. Jetzt erst Henning Otte. Erstens die Bekämpfung des IS-Terrors in Syrien weiterverfolgt und zweitens eine Ausbildungsmission für die irakischen Streitkräfte stärkt. Beides dient der Sicherheit Deutschlands. Das Mandat hat zwei Säulen. Erstens die Fortsetzung der Bekämpfung des IS-Terrors, und dies ist ein unverzichtbarer Beitrag, um Frieden herzustellen und um die Anti-IS-Koalition zu stärken. Und dieser Einsatz ist erfolgreich, weil die quasi staatlichen Strukturen des IS-Terrors in einer Größe von Großbritannien mit einer unterjochten Menschheit von 8 Millionen Menschen erfolgreich ist. Und es geht beispielsweise auch darum, was die Nobelpreisträgerin Nadja Murad selbst erfahren hat, dass dies verhindert werden muss. Und da wundert es mich schon sehr, wenn die Vertreterin der Linken sich hier in einem Ablenkungsmanöver verfängt, wo ich nicht weiß, wo die parteiliche Ausbildung stattgefunden hat, aber immer wieder Ausreden sucht, anstatt den Kern zu sehen, nämlich dass Männer ermordet werden, dass Frauen vergewaltigt werden, dass Kinder verschleppt werden. Und dieses Elend muss ein Ende haben, und dafür stehen wir ein und Sie nicht, meine Damen und Herren.
Die IS-Strukturen sind zerschlagen, aber der IS ist noch nicht besiegt. Er wirkt im Untergrund weiter fort. Er führt von dort aus Terror vor Ort, weltweit und auch bei uns in Deutschland. Und jetzt geht es, dass die leistungsfähige Aufklärung mit Unterstützung Deutschlands weitergeführt wird. Und da läuft die Kritik, die hier von der AfD kommt, völlig fehl. Die zeugt weder von militärischem Verstand noch von politischem Verständnis. Sie versuchen sozusagen eine Brandbeschleunigung durchzuführen. Wir stehen dafür ein, dass Brände gelöscht werden und dass wir eine Nachsorge durchführen und dass wir dafür Sorge tragen, dass diese IS-Strukturen nicht wieder aufflammen, meine Damen und Herren. Und deswegen machen wir mit Luftbetankung, mit AVEX weiter. Dies ist ein Beitrag zur nachhaltigen Sicherung und Stabilität. Und deswegen nehmen wir die Verantwortung wahr und danken den Soldaten für diesen Einsatz. Die zweite Säule, das ist die Ausbildung der irakischen Streitkräfte, damit sie selbst in die Lage kommen, für Stabilität und Sicherheit zu sorgen. Wir haben erfolgreich die kurdischen Kämpfer im Norden Iraks ausgebildet und ausgerüstet. Und jetzt geht es darum, den zentralen Ansatz für den Irak zu suchen. Diese Mission ist im besten Sinne nachhaltig, weil sie akut dazu beigetragen hat, die IS-Strukturen zu zerstören und dauerhaft jetzt für Stabilität zu sorgen. Es ist im Sinne von Capacity Building notwendig, dass die irakischen Streitkräfte gestärkt werden in der Ausbildung für medizinische Versorgung, für ABC-Abwehr, für die Beseitigung von Kampfmitteln. Und das leisten wir auch durch mobile Trainingseinheiten. Denn es ist so, dass Familien zurückkehren wollen, bei Mosul beispielsweise in die angestammten Häuser und Dörfer und dort in die Luft fliegen, weil Minen vergraben sind. Und dazu wollen wir einen Beitrag leisten im Sinne der Humanität und im Sinne der Sicherheit. Und es ist wahr, dass wir als verteidigungspolitischen Sprecher die Möglichkeit hatten, mit unserer Verteidigungsministerin dort vor Ort uns einen eigenen Überblick zu holen. Nur leider hat der Herr Lukasen die Hälfte vergessen von dem, was wir dort erfahren haben. Die deutschen Soldaten haben Sie befragt, warum Sie als AfD kein Vertrauen in die Soldaten haben, dieses Mandat weiterzuführen, warum Sie diesen Soldaten nicht danken für das, was sie tun. Meine Damen und Herren, Sie tun nämlich eine sehr verantwortungsvolle Arbeit für Humanität, für Frieden, für die Verhinderung von Flüchtlingen und für die Sicherheit unseres Landes. Und deswegen sagen wir als Große Koalition, wir stehen zu unserer Bundeswehr, wir stehen zu diesem Mandat. Wir sind überzeugt, dass dies notwendig ist und die Sicherheit unseres Landes dient. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Henning Otte. Und der letzte Redner jetzt zu diesem Tagesordnungspunkt kommt ebenfalls aus der Unionsfraktion. Reinhard Brandl wird es sein. Der sitzt im Verteidigungsausschuss für seine Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich war auch vor zwei Wochen in der vielfach bereits angesprochenen Reise mit dabei. Gemeinsam mit der Ministerin von der Leyen haben wir uns ein Bild vor Ort in Jordanien und im Irak gemacht. Und mir ist eines dabei aufgefallen, und ich glaube, ich war schon in ziemlich allen Einsatzgebieten der Bundeswehr. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Soldaten selbst so von einem Einsatz überzeugt waren wie in Irak und in Jordanien und uns explizit aufgefordert haben, das, was sie dort leisten, auch weiter mit diesem Mandat mit zu unterstützen. Und meine Damen und Herren, der Herr Lukasen hat angesprochen oder hat gesagt, naja, der IS ideologisch ist er noch nicht besiegt und es macht doch jetzt überhaupt keinen Sinn, gegen die Ideologie zu kämpfen. Herr Lukasen, wo sind Sie? Hier in Mitte. So. Herr Lukasen, Sie haben was grundsätzlich nicht verstanden. Und zwar, der Punkt war, der IS hat keine Landstriche mehr unter Kontrolle. Es gibt aber immer noch Widerstandsnester des IS. Es gibt immer noch IS-Sympathisanten, die immer noch bewaffnet sind, die immer noch Materialdepots unterhalten und die sich immer noch im Irak mitbewegen. Und was die Bundeswehr macht, nämlich insbesondere mit der Aufklärung durch die Tornado-Flugzeuge, sie überwacht diese Bewegungen, sie guckt, wo Material wohin gebracht wird und sichert so auch die weitere Zunahme oder bekämpft so auch indirekt die weitere Zunahme und Wiederlandnahme des IS, indem sie nämlich der Allianz die notwendigen Daten dafür zur Verfügung steht.
Und was das konkret bedeutet, meine Damen und Herren, hat uns der Einsatzkontingentführer vor Ort auch präsentiert. Und ich habe die Unterlage jetzt mir gerade mitgenommen, weil sie es angesprochen wurde. Die Tornados wurden im Jahr 2018 bis zum 13.09. insgesamt 442 Mal angefordert. Erfüllen konnten sie die Aufträge in 436 Fällen. Das ist eine Erfüllungsquote von 98,6%. Und Sie sehen also, der Bedarf besteht weiterhin. Die Bilder, die wir schießen, werden dort dringend gebraucht von der Allianz. Und Sie sehen übrigens noch etwas weiteres, nämlich dann, wenn nämlich die Bundeswehr tatsächlich in einem Einsatz gefragt wird, dann ist ihre Einsatzbereitschaft richtig hoch und wir können stolz darauf sein, was unsere Soldatinnen und Soldaten dort leisten. Herr Lukassen würde eine Zwischenfrage stellen. Ich lasse die Zwischenfrage zu. Ich habe eh wenig Redezeit. Wollen Sie meinen Job übernehmen? Dann gut. Vielleicht. Also, Herr Lukassen. Danke, Herr Kollege Brandl. Ihren Vorredner betreffend möchte ich zwei Dinge einfach mal klarstellen, da Sie scheinbar ein bisschen aus Ihrem Blickwinkel geraten sind. Sie sind, wie wir alle hier, verantwortliche Angehörige dieses Bundestages, Abgeordnete, gehören der Legislative an. Das andere sind unsere Streitkräfte. Und die haben Sie vor Ort gesehen. Und die machen einen tollen Beitrag. Und dazu brauchen wir auch nicht dauernd hier ein Kerzchen anzünden und den danken. Das ist selbstverständlich und das machen die Soldaten gerne und gut. Das Zweite ist, Sie haben darüber zu entscheiden, über dieses politische Instrument. Und wenn die Soldaten mich dort vor Ort gefragt haben, dann werden sie auch dabei gewesen sein und sie sind dabei gewesen und sie werden mitbekommen haben, dass es nur einen Abgeordneten gegeben hat, der den Soldaten eine klare Antwort gegeben hat, wie seine Fraktion entscheiden wird. Und das war ich. Und ich habe gesagt, jawohl, Sie haben sich alle damit rumgedrückt, das müssen wir vorbehaltlich der Fraktion und bla bla bla. Ja? Und ich habe den Soldaten gesagt, klar, die AfD-Fraktion wird dem Einsatz nicht weiter zustimmen. Und nehmen Sie das einfach mal zur Kenntnis, das verstehen Soldaten, unabhängig davon, ob sie ihren Auftrag gut durchführen oder nicht. Danke. Herr Dr. Brandl, bitte. Ich nehme es zur Kenntnis. Ich vermute mal, es muss eine andere Reise gewesen sein, an der Sie teilgenommen haben, weil auch ich bin gefragt worden von den Soldatinnen und Soldaten. Ich habe gesagt, die CDU-CSU-Fraktion steht unmissverständlich zu diesem Mandat und wir wollen es auch fortsetzen. Danke. Und meine Damen und Herren, ich werde noch auf die zweite Säule kurz eingehen dieses Mandates. Es war im Irak. Wir haben die Ausbildungsmission dort auch mit besucht. Unsere Soldatinnen und Soldaten machen dort ABC-Ausbildung. Das heißt, sie schulen Soldatinnen der irakischen Streitkräfte darin, wie sie umgehen mit Chemiewaffenbedrohungen. Und es wird plötzlich dort vor Ort richtig real. Wir haben Soldaten der Iraker getroffen, die uns erzählt haben, sie waren nach der Rückeroberung von Mosul dort in der Stadt unterwegs und sind immer wieder auf irgendwelche Kanister gestoßen, die in ehemaligen IS-Unterkünften standen und sie wussten nicht, wie sie damit umgehen sollten. Die Amerikaner haben ihnen Detektionsgeräte geschenkt, Stück für 80.000 Euro, aber keiner hat ihnen gezeigt, wie man richtig damit umgeht. Was unsere Soldatinnen und Soldaten dort machen, ist die Iraker auszubilden, gerade mit diesen Geräten, gerade in dem Umgang mit ABC-Waffen, insbesondere im Schutz gegen chemische Waffen. Es hat einen hohen Sinn, es hat einen hohen Wert und es wäre fatal, wenn wir das zurückfahren würden. Deswegen freue ich mich, dass die Bundesregierung zu dem Schluss gekommen ist, dieses Mandat fortzuführen. Und ich kann für meine Fraktion sagen, dass wir es nächste Woche auch im Ausschuss und dann hier im Plenum zustimmen werden. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Genau, und Reinhard Brandl hat es ja als letzter schon gesagt, es wird heute darüber noch nicht abgestimmt, sondern die Vorlagen müssen jetzt in die Ausschüsse überwiesen werden. Wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 47. Wir stimmen übrigens noch was ab, werte Außenpolitiker. Ja gut, können wir auch mit anderen machen. Also,
Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 4719, 3694 und 4070 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sie sind damit einverstanden. Das ist so der Fall. Dann ist die Überweisung, sind die Überweisungen so beschlossen. Tagesordnungspunkt 7d. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 4842 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Die Federführung ist jedoch strittig. Das ist der AfD-Antrag. Die Fraktionen der CDU, CSU und SPD wünschen Federführung beim Auswärtigen Ausschuss. Die Fraktion der AfD wünscht Federführung beim Verteidigungsausschuss. Ich lasse zuerst abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktion der AfD mit dem Wunsch der Überweisung in den Verteidigungsausschuss, Federführung, Entschuldigung. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Enthaltungen brauche ich nicht mehr fragen. Der Überweisungsvorschlag ist abgelehnt. Zugestimmt hat die AfD-Fraktion. Alle anderen Fraktionen haben dagegen gestimmt. Ich lasse nun abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD. Federführung im Auswärtigen Ausschuss. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Wer stimmt dagegen? Gut, ich gehe mal davon aus, dass das eine Zustimmung war von der Linken. Enthaltungen? Der Überweisungsvorschlag ist angenommen. Zugestimmt hat die FDP, die CDU, CSU, die Grünen, Bündnis 90 die Grünen, die SPD und überwiegend aktiv die Fraktion Die Linke. Dagegen war die AfD-Fraktion. Der Überweisungsvorschlag ist damit angenommen. So, also alle Vorlagen zu dieser Debatte, zur Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes, zur Bekämpfung des IS-Terrors, die sind jetzt in die zuständigen Ausschüsse überwiesen worden. Sie haben es gehört, der Antrag der Bundesregierung auf Fortsetzung des Mandates, der ist in den Auswärtigen Ausschuss ohne Widerspruch überwiesen worden. Es gab aber eine unterschiedliche Ansicht darüber, wo der AfD-Antrag beraten werden soll. Da will die AfD ja die Rückholung aller Bundeswehreinheiten und hat das in einem Antrag formuliert aus dem Irak und wollte gerne, dass das im Verteidigungsausschuss debattiert wird. Allerdings, alle Bundeswehrmandate werden gewöhnlich federführend im Auswärtigen Ausschuss beraten. Und deswegen waren hier die anderen Fraktionen der Ansicht, dass es Sinn machen würde, auch den AfD-Antrag dorthin zu überweisen zur Federführung. Es gibt natürlich auch mitberatende Ausschüsse, wie bei allen parlamentarischen Vorgängen.